Ich habe heute die Andrea bei mir und Andrea hat sich ja ein neues Outfit gewünscht und vielleicht auch zwei. Mal gucken, was wir finden. Ich nehme euch mit und ich darf euch heute dabei die neuen Fashion Trends zeigen für Frühjahr Sommer 24 und ja, vielleicht auch ja. Ich nehme euch einfach mit. Ich zeige euch ganz, ganz viele coole Sachen und ich hoffe, dass die Andrea happy bei uns rausgeht, hier beim Bräuninger. Und wenn ihr Lust habt, das Ganze auch mal mitzumachen, dann könnt ihr uns auch buchen. Das geht nämlich auch. Personal Shopping. Ganz großes Thema bei uns. Bis dann! Andrea, komm mal raus, zeig dich. Wow. Das ist schon mal gut. Wow, ist schon mal gut. Was sagst du? Ja, super ungewohnt natürlich. Mhm. Ne? Also Farbe finde ich schon mal cool. Mhm. Ich habe Schwierigkeiten hier oben rum. Also, das sieht so, ne? Weiß ich noch nicht so genau. Aber ansonsten... Ich würde die Einwände mal kurz aufgreifen. Oder den Einwand. Das ist ja nur ein. Also, erstmal, ich finde es ein sehr schönes, frisches Outfit. Ich freue mich, dass du es angezogen hast, weil du auch gesagt hast, du kommst aus deiner Komfortzone komplett raus. Mhm. Ich finde es tatsächlich sehr vorteilhaft für dich. Weil, das sprechen wir auch ganz ehrlich an, hast du auch gesagt, ich habe hier einen runden Bauch, da müssen wir irgendwas machen. Habe ich gemacht. Und ich finde, guck mal bitte. Das lässt sich sehen. Das finde ich richtig gut, weil wir haben trotzdem deine Proportionen so ein Stück weit unterbrochen. Ja. Wir haben hier einen kleinen Gürtel drin. Ja. Und der unterbricht sozusagen das Ganze nochmal und fokussiert sich eher auf deine Taille hier in dem Fall. Mhm. Und wo du sagst, hier oben bin ich mit dir d'accord. Ich würde sogar noch ein bisschen entweder ein kräftigeres Weiß reingeben. Guck mal, da strahlt das Pink auch nochmal mehr. Oder wir machen es tatsächlich nochmal so ein Stückchen fließender, siehst du? Was ich hier? Da ist es nochmal so ein bisschen, da hast du nochmal nicht, dass es so ganz glatt angezogen ist, weißt du? Das könnte ich mir auch gut als Ersatz vorstellen. Aber ansonsten betonen wir alles das, was wir betonen wollen. Du bist eine tolle Frau und wir wollen einfach hier deine Vorzüge betonen. Und das haben wir hier in dem Fall gemacht. Das ist eine Kombi von Lilienfels, finde ich sehr, sehr schön. Wir haben hier ein weites Bein. Ich glaube, du hast noch nie ein weites Bein gehabt. So. Nee, ne? Schlafanzughose vorher. Genau, aber das kannst du wirklich gut tragen. Damit strecken wir dich automatisch auch noch mal ein bisschen. Und der weiße Sneaker zu dem Outfit, das macht das Ganze mal so ein bisschen fresh, ein bisschen jünger. Genau. Oha. Okay, von wow zu oha. Steigern wir uns? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ja. Was sagst du denn prinzipiell? Mir ist zu viel hier auf dem Blazer. Mhm. Und ich merke auch, also mit der Hose, das ist irgendwie, da habe ich das Gefühl, man hat hier nochmal, ne, man sieht es nochmal, vielleicht hängt das mit der weißen Farbe zusammen. Also da fand ich das erste Outfit noch ein bisschen, also deutlich besser, muss ich tatsächlich sagen. Genau. Vielleicht mal ganz kurz, warum ich mich so entschieden habe, auch um unsere Zuschauer nochmal abzuholen. Also ich finde, vielleicht weißt du es noch nicht, aber diese weite Form ist wirklich schön für dich, weil wir kaschieren hier die Schenkel. Wir kaschieren tatsächlich auch hier den Bauch. Guck mal, wir unterbrechen hier schon wieder mit so einem kleinen Gürtel drinne. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil alles andere, was zu hoch angesetzt ist, wäre jetzt eher problematisch bei dir, weil dann haben wir noch mehr den Bauch vorne, weißt du? Und wir wollen ja so ein bisschen kaschieren, das heißt also nicht ganz so hoch ansetzen. Und was ich sehr, sehr schön finde, du kannst wirklich ein weites Bein tragen, hast auch die Größe dafür, also das macht es gleich ein bisschen jugendlicher, ein bisschen fresher. Und hier habe ich mich jetzt mal ausgedruckt. Ja. Also es ist ein Outfit von McCain, das finde ich prinzipiell sehr, sehr fresh, auch fürs Frühjahr. Da haben wir alle Farben drin, die so ein bisschen gerade aktuell sind. Mhm. Mit dem Lila, das haben wir hier nochmal aufgegriffen im Shirt. Dann den Grünton und dieses Rosé. Also ich finde es farbtechnisch kannst du es gut tragen. Ich würde vielleicht nochmal entweder, wenn du sagst, es ist mir zu viel, kann man nochmal mit einem lilanen Blazer zum Beispiel auch reingehen komplett oder ein hellblau. Dann dämpft man das Ganze so ein bisschen und es ist nicht ganz so wild und so plakativ obenrum. Genau. Aber so ein schönes alltägliches Outfit und mal weg von diesen Kleidern, sondern hin so ein bisschen angezogenen Part. Genau. So, Andrea, wir ziehen mal aus.
wie du es dann fühlst. Guck mal. Das ist ja ein bisschen so die gedämpftere Variante. Und dann zeige ich dir nochmal alternativ, um das so ein bisschen ruhiger zu gestalten. Nochmal einen anderen Bläser drüber. Ja. Ja, also ganz ohne Bläser fühle ich mich tatsächlich irgendwie halb nackt. Mach mal. Guck mal. Ja, das finde ich ein bisschen schöner. Drin. Ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, sag ich mal, um so ein Outfit auch zu komplettieren, weißt du? So, dass das auch ein bisschen, sag ich mal, die Möglichkeit hast, mal zu wandeln. Genau. Guck mal. Super schön vom Material auch. Ja. Ne? Leinen oder so ist da wahrscheinlich drin. Guck mal, ist jetzt in Gänze ein bisschen ruhiger, ja, genau. Ein bisschen entspannter. Genau. Ja. Frischt ganz nochmal komplett, was komplett anderes bei dir jetzt auch von der Farbe her. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kannst du auch machen. Kommst du besser klar mit, ne? Ja, ich merke schon. Tatsächlich. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja super. Also ist jetzt auch nochmal ganz aktuell für dieses Frühjahr. Du siehst, man kommt irgendwie nicht dran vorbei, ne? Mit diesem zarten Lila und Rosé. Also da bist du zumindest schon mal angesagt. Genau, perfekt. So. Was sagst du? Nicht viel. Ich weiß noch gar nicht so. Also irgendwie schön, aber ich glaube, ich bin einfach immer noch in meinem ungewohnten Modus. Ja. Also das Kleid ist total schön, finde ich, von den Farben. Für mich ungewohnt mit dem Gürtel, weil ich ja immer nur hänge. Es fließt total schön, fühlt sich gut an. Jeansjacke ist auch ungewohnt für mich, aber ich finde, die passt super gut dazu. Finde ich auch. Ja. Und vielleicht, ich setze noch einen drauf, weil du sagst ungewohnt. Wir haben jetzt hier die Tasche rausgesucht, weil so diese Töne mit Jeans und Grün, das passt braun echt sehr, sehr cool dazu. Müsste man nochmal in der richtigen Größe holen. Würde ich sogar deine Taille nochmal mit dem braunen Gürtel betonen und den rausnehmen. Und dann tatsächlich sogar noch einen coolen Boots dazu raussuchen. Ja. Und nicht den weißen Sneaker. Dann haben wir mal so wirklich komplett anders. Ja. Und tatsächlicherweise, was mein großes Ziel ist, dass du dich auch wohlfühlen musst. Ne? Deshalb, ich habe hier eine schöne Qualität, das ist eine Viskose, die fällt sehr schön. Du hast vorhin schon gesagt beim Anziehen, die ist schön angenehm. Ja. Ja. Ne? Und mit der Jeansjacke, das ist so ein Thema, das kannst du immer wieder aufgreifen. Das kannst du zu jeder beliebigen Hose, schwarze, braune, je nachdem. Du kannst immer ein Outfit auffreshen mit so einer Jeansjacke. Ja. Und die ist von der Passform sehr schön für dich, nicht zu lang, nicht zu kurz. Das heißt, wir haben auch hier nochmal ein bisschen Taille und ein bisschen Proportionen betont. Von daher, ich finde es sehr, sehr schön. Es ist ein sehr junges, freshes Outfit. Und wenn wir dann nochmal die Accessoires darauf abstimmen, dann denke ich, passt das für mich, würde ich dich so gerne rausgehen lassen. Ja, super. Schön. Ja? Gut. Also, was ist angesagt für Frühjahr-Sommer-Kollektion? Also ganz, ganz wichtig, wer an dem Trend nicht vorbeikommen möchte, das ist die Bermuda. Das ist natürlich jetzt hier von Tricorn ein Outfit, was sehr speziell ist, sehr informiert ist. Und hier auch nochmal, man sieht schon so ein bisschen, sehr trendig für junge Menschen aufgezogen. Aber ich finde, es ist ein Outfit, was man ein bisschen runterbrechen kann und was jeder tragen kann. Zum Beispiel mit einer ganz schlichten schwarzen Bermuda von Mrs. Intacs, ein kleines Top drauf und einfach, und auch das, da kommt man nicht dran vorbei, mit einer schönen langen Weste als Ersatz für den Blazer kombinieren könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wer es doch ein bisschen trendiger haben möchte, der kann natürlich auch wieder zu Leo gehen. Ganz einfach. Süß kombiniert mit einem schwarzen Bläser oder beigen Bläser. Von mir aus auch oben monochrom zum Beispiel. Aber auch, wartet, mit einem kleinen Crop-Shirt. Auch das wäre möglich. Und einen schönen Sneaker dazu. Und dann habe ich es einfach wieder ein bisschen sportlicher kombiniert. Pink, Rosé, Riesenthema für die Saison. Und ganz ehrlich, da frage ich euch gleich mal, ähnlich wie Lila, seht schon, guckt mal, all over. Einmal komplett.
Da frage ich euch, ist das für euch ein Thema, einmal komplett in einer Farbe monochrom? Oder sagt ihr lieber, nee, dann breche ich es runter, weil das wäre auch mein Tipp an euch. Wenn ihr diesen Trend nicht mitmachen wollt, kein Thema, aber ihr wollt die Farbe mitmachen, dann nehmt doch einfach die schöne, weit geschnittene Hose, macht ein weißes Blüschen rein oder einen weißen Bläser rein und so geht ihr einfach auch mit dem Trend mit, aber nicht all over. Das wäre mein Tipp für euch. Rundum gut abgeholt. Vielen Dank. Nochmal ein dickes Lob an dich, liebe Andrea, weil du warst echt eine ganz bezaubernde Kandidatin und bist echt aus deiner Komfortzone raus und hast so Sachen mitgemacht, wo du vorher nicht gedacht hast, oh, ich weiß nicht. Heute früh kann ich mich erinnern, wir sind einmal durch und da habe ich gedacht, guck mal gucken. Aber es war so ein schöner Tag und mit so vielen schönen Ergebnissen. Also von daher dickes Lob an Andrea. Und wenn ihr auch mal Lust habt auf Veränderung, ihr könnt natürlich sowohl zu Herbert Henschel nach Treben oder hier nach Leipzig, wo ihr die zwei Jungs hier auch findet, die natürlich nicht nur Farbveränderungen machen, sondern auch Schnitt, ja, und Beratung mit dabei. Oder wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Outfit-Beratung, ja, und Umstyling und alles, was dazu gehört, dann seid ihr beim Bräuninger Leipzig sehr, sehr gut natürlich auch aufgehoben. Wir freuen uns definitiv, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr mit dabei wart, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und jetzt würden wir uns einfach noch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Auch gerne mal bei Instagram vorbeischaut. Und Kemana-Produkte verwendet. Und Kemana-Produkte. Ja. Da freut Sven und ich uns sehr, ja, auf jeden Fall. Lasst uns gerne auch Feedback da in dem Kommentarfeld und ansonsten schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Schöne Zeit. Ja. Ja. Ciao. Tschüssi.